willkommen im NS-Dokumentationszentrum München zu einem Live-Vortrag mit Jörn Wendland im Rahmen der Online-Ausstellungseröffnung des Malers und Grafikers Harald Pickert. Mein Name ist Juliane Bischoff und ich bin Co-Kuratorin der Ausstellung Tell Me About Yesterday Tomorrow. In Kooperation mit dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte eröffnen wir heute eine Ausstellung von Harald Pickert im Lichthof des Zentralinstituts, die Einblick in Werke und Zeitdokumente des Kufsteiner Künstlers gibt. Pickert wurde aufgrund seiner kritischen Äußerung gegenüber dem NS-Regime 1939 inhaftiert und verbrachte bis zur Befreiung im April 1945 sechs Jahre seines Lebens in verschiedenen Konzentrationslagern, darunter Mauthausen, Sachsenhausen und Dachau. Seine Erfahrung und Traumata hat er nach 1945 in Zeichnungen und Radierungen verarbeitet, die er unter anderem in einem Zyklus mit dem Titel »Die Pestbeulen Europas – Nazi-Terror in Konzentrationslagern« zusammenbrachte. Sieben Zeichnungen daraus zeigen wir im Dokumentationszentrum als Teil der Ausstellung »Tell Me About Yesterday Tomorrow«. Die Ausstellung im Zentralinstitut für Kunstgeschichte zeigt neben weiteren Werken aus dem Zyklus, Skizzen und Zeichnungen, auch zeithistorische Dokumente aus dem Leben Pickerts. Wir freuen uns sehr, dass anlässlich der Ausstellung Jörn Wendland zu Gast ist. In seinem Vortrag stellt er die Arbeiten Pickerts im Kontext seiner Entstehung sowie in Relation zu künstlerischen Darstellungen von Überlebenden von NS-Zwangslagern. Bevor ich an Herrn Wendland übergebe, möchte ich mich noch sehr herzlich bedanken. An erster Stelle bei Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte, der die Ausstellung ermöglicht hat, den Nachlass Pickerts gesichtet und Werke des Künstlers sowie zeithistorisches Material für die Ausstellung zusammengestellt hat. Vielen herzlichen Dank. Zudem möchte ich mich noch bei Elke Pickert bedanken, die uns freundlicherweise den Nachlass ihres Großvaters für die Ausstellung Tell Me About Yesterday Tomorrow sowie für die erweiterte Präsentation im Zentralinstitut zur Verfügung gestellt hat. Bei Miriam Zadoff, Direktorin des NS-Dokumentationszentrums, und Nikolaus Schafhausen, künstlerischer Leiter von Tell Me About Yesterday Tomorrow, die Idee zur Ausstellung angeregt haben. Und natürlich bei Jörn Wendland, den ich jetzt noch ganz kurz vorstellen möchte. Jörn Wendland promovierte an der Universität Wien mit einer Arbeit über Häftlingsbildserien aus NS-Zwangslagern. In Lesungen und Workshops sowie Ausstellung bringt er Erwachsenen und Jugendlichen die Zeit des Nationalsozialismus näher. Außerdem ist er als Lehrer an einer Kölner Schule tätig. Sein Vortrag trägt den Titel »Kunstwerke von einer eigenen, verstörenden Schönheit. Harald Pickerts Zyklus, Pestbeulen Europas im Kontext seiner Entstehung in der Nachkriegszeit«. Herzlich willkommen, Herr Wendland. Ja, vielen Dank, liebe Frau Bischoff, für die einführenden Worte. Sehr geehrte Zuschauer, Zuhörer, am Abend vor dem Jahrestag zum Tag der Befreiung Deutschlands vor 75 Jahren rief mich aufgeregt ein älterer Herr an und erzählte meiner Frau, ich war gerade unterwegs, von einem Filmbeitrag im ZDF, der über ihn gedreht wurde. Es freue ihn, dass immer noch Filme, Ausstellungen und Bücher über ihn gezeigt würden und er damit immer noch zukünftige Generationen erreichen könne. Der Mann, der mich versuchte zu erreichen, heißt Thomas Gewe, ist über 90 Jahre alt, ist Überlebender der KZ Auschwitz, Großrosen und Buchenwald und hat ähnlich wie Harald Pickert seine Erlebnisse in Zeichnungen festgehalten. Heute lebt er mit seiner Frau in Israel, ist mehrfacher Vater und Großvater und fuhr bis vor wenigen Jahren noch durch Europa, um vor den Schulklassen aus seinem Leben zu berichten. Wie wichtig seine Bilder für ihn sind, hat er mir einmal geschrieben. Zitat: Zur ergreifenden Abschiedsfeier der deutschen Lagerveteranen in Buchenwald 1945 saß ich eng gedrängt, Schulter an Schulter mit Menschen, die dreimal mein Leben gerettet hatten. Einen von ihnen habe ich ein Denkmal gesetzt, der Kamerad, der mit unserem einzigen Maschinengewehr geschossen hatte. Ich habe ihn auf einer postkartengroße Szene der Befreiung 3 cm groß gezeichnet. Auf einer Kinoleinwand erscheint er 1,20 Meter groß. In Wirklichkeit war er wahrscheinlich 1,70 Meter groß. Für mich jedoch wird er immer unendlich groß bleiben. Das Bild werde ich Ihnen später zeigen. Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich meinen Vortrag mit einem ganz anderen Künstler als Harald Pickert beginne. Eigentlich trennen beide Welten. P-
Pickett war politischer Häftling, in Böhmen geboren, in Kufstein in Österreich aufgewachsen, ausgebildeter Maler und Grafiker. Er lebte von und durch seine Kunst. Thomas Gewe ist Jude. Er war 15, als er in Buchenwald befreit wurde. Seine Mutter wurde in Auschwitz ermordet. Sein Vater überlebte als Emigrant in London. Später zog Gewe nach Israel und wurde Bauingenieur. Trotz aller Unterschiede haben beide etwas gemeinsam. Ihre Bilder dokumentieren die Verbrechen der Nationalsozialisten. Sie geben Einblick in eine ansonsten weitgehend bildlose Welt des Terrors und des Leids. Und sie tragen den Wunsch weiter, dass die Zeit der Ausgrenzung und der Verfolgung sich nie mehr wiederholen darf. In meinem Vortrag möchte ich genau dies zum Thema machen. Ich möchte Ihnen Kunstwerke von Menschen zeigen, die in verschiedenen nationalsozialistischen Zwangslagern inhaftiert waren und die nach ihrer Befreiung Bilder von ihrem Leben und Leiden in den Lagern produzierten. Im Mittelpunkt steht natürlich der Künstler Harald Pickert, dessen Bilder hier im Zentralinstitut für Kunstgeschichte auch gezeigt werden. Wichtig aber auch der künstlerische Kontext, in dem sie entstanden sind. Deswegen zeige ich Ihnen auch die Bilder anderer Künstler aus der Nachkriegszeit, ebenso wie Werke, die in den Konzentrationslagern selbst entstanden sind. Bevor ich über die Bilder aus den Lagern spreche, noch ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Jörn Wendland, ich bin Lehrer in einer Gesamtschule in Köln, habe Kunstgeschichte und Geschichte in Bonn studiert, wurde in Wien promoviert und stamme eigentlich gebürtig aus Bielefeld. Also für einen Ostwestfalen ein geradezu kosmopolitischer Werdegang. Und ich versuche mit möglichst viel ostwestfälischer Gelassenheit etwas Licht in ein ungewöhnliches Kapitel der deutschen Vergangenheit zu bringen. Harald Pickert wurde wegen seiner kritischen Haltung zum NS-Regime inhaftiert und kam nach mehreren Aufenthalten in Polizeigefängnissen am 8. Februar 1940 in KZ Sachsenhausen, später in die KZ Dachau, Mauthausen und verschiedene Außenlager. Ob er sich jemals dort künstlerisch betätigte, ist nicht bekannt. Gleichwohl gab es zahlreiche Häftlinge, die genau dies taten. Sich auf künstlerische Art und verschiedene Art und Weise und unter ganz unterschiedlichen Bedingungen Kunst in den Lagern zu produzieren. Meine Frage ist jetzt nun, was hat das mit den Bildern aus den Lagern auf sich? Wie war es möglich zu zeichnen? Wer hat gezeichnet? Welche Funktion hatten die Bilder im Lager und was passierte nach der Befreiung? Hat sich die neue Freiheit auch auf die Bildsprache ausgewirkt? Zunächst also zu den Bildern aus den Lagern. Dort gab es verschiedene Möglichkeiten, eigentlich drei Kategorien an Bildern, die produziert wurden. Einmal gab es die Auftragsarbeiten, Landkarten, Schilder, Wegweiser, die von den verschiedenen Häftlingen, den verschiedenen Baracken und Arbeitskommandos produziert wurden. Ich zeige Ihnen ein Bild. Das Bild von Sieweg zeigt ein Bild, eine Werkshalle, wie sie in Auschwitz gebaut wurde. Und das war eine politische Auftragsarbeit. Hier wurde ganz deutlich gezeigt, der Künstler sollte der SS zeigen, wie effektiv das Lager sozusagen abgebildet war. Und auch das kann man eigentlich sehr schön sehen. Die große Werkhalle ist riesengroß abgebildet. Die kleinen Häftlinge im Vordergrund sind also kaum zu sehen. Also die Effektivität des Lagers, die Produktivität des Lagers wurde in diesem Propagandabild in den Vordergrund gestellt. Das war also ein Auftragsbild. Dann gab es halblegale Bilder. Hier ist ein Bild von Kosliniak, ein Künstler aus Polen, der das Museum in Auschwitz gezeigt hat. Es gab ein sogenanntes Lagermuseum und das auf Befehl des Lagerkommandanten Rudolf Höss 1941 eingerichtet wurde. Dort wurde nicht nur Kunst aus geraubtem Häftlingsbesitz, sondern auch zahlreiche Bilder im Auftrag gegeben von der SS. Es waren Familienporträts, Genrebilder, die waren im halblegalen Auftrag gegeben. Es war schon so viel, wurde in Auftrag gegeben, dass der Rudolf Höss als Lagerkommandant sagte, man sollte die Auftragsarbeiten leicht reduzieren. Die Künstler, die Häftlinge sollten mehr arbeiten und weniger für die SS produzieren. Ein solches Bild ist zum Beispiel dieses Werk, das ein typisches Genrebild zeigt. Es zeigt ein Schiff in Tobener See. Und auch hier wird deutlich, dass dieses Bild sehr unverfänglich ist, dass die SS sich wirklich in den Baracken und ihren Villen und ihren Offizierscasinos hätten aufhängen können, ohne dass jemand Anstoß dran nimmt. Es ist vielleicht ein kleiner politischer Hinweis. Hier vorne, hoppala,
Hier vorne sieht man vielleicht die polnische Flagge als Zeichen des Widerstandes, aber das ist der SS vielleicht nicht unbedingt aufgefallen. Dann gab es noch illegale Bilder, die natürlich sehr verbotenerweise gemacht wurden, von denen auf keinen Fall die SS mitbekommen sollte, dass sie produziert wurden. Es gibt ein Zitat von einem Häftling, das ich jetzt zitiere, und der nochmal deutlich macht, wie stark gefährdet die Häftlinge eigentlich waren, wenn sie solche Bilder produzierten. Ich zitiere: Schauer liefen mir den Rücken hinunter und das Blut stieg mir in den Kopf, als mir gesagt wurde, dass die SS-Männer meine Skizzenhefte mit Lagerzeichnung im Block entdeckt hatten. Jetzt muss ich dafür bezahlen, dass ich im Lager in meiner Welt, in der Welt der Kunst leben wollte, dass ich der Kunst und der Geschichte zeigen wollte, was im Lager passiert. Es ist ein Verbrechen, ein Geheimnis und dafür musst du büßen. Schläge in die Zähne, in den Magen, du Hund, Pole, Kunstmaler. Und ich bekomme ein halbes Jahr Päckchen und Schreibverbot. Und damit ich mir über meine Verbrechen nachdenken kann, 3 Monate Strafkompanie. Ob ich das überlebe? Zitat Ende. In dem nächsten Bild sehen wir, unter welchen Bedingungen auch die illegale Kunst produziert wurde, unter welchen schwierigen Bedingungen auch Material geschaffen wurde. Man sieht es hier in dem Skizzenbuch aus Auschwitz-Birkenau, das gefunden wurde 1947 in den Fundamenten des Häftlingskrankenbaus. Und hier sieht man gerade am Rand, es ist ein ausgerissenes Skizzenheft, es ist befleckt, hier am Rande sieht man das noch relativ deutlich. Es ist einfach eine ganz schlechte Malqualität. Und auf diesem Material mussten und konnten nur die Häftlinge arbeiten. Im Gegensatz zu dem Bild vorher, was die große Halle gezeigt hat, wo Material vorhanden war, das die SS zur Verfügung stellte. Hier mussten die Gefangenen sich selber das Material organisieren und dann natürlich dann große Probleme, dieses Material eben auch herzustellen, anzueignen und damit zu arbeiten. Das nächste Bild ist von Erich Lichtblau. Er war in Theresienstadt inhaftiert, im Ghetto Theresienstadt, unweit von Prag. Und da sieht man nochmal ganz deutlich, wie diese Kunstwerke auch benutzt wurden und wie mit denen auch umgegangen wurde. Hier ist ein Bild von ihm, es war eine Karikatur. Und die Bildtexte hat er aus Angst vor Verfolgung irgendwann mal ausgeschnitten, hat sie dann verbrannt im Ofen und hat dann das Bild zerschnitten und dann in den Fundamenten versteckt. Später hat er sie wieder ausgegraben nach seiner Befreiung. Er hat überlebt und hat dann die Bildwerke wieder zusammengefügt und die Inschriften aber außen vor gelassen. Also hier sieht man auch, das Material wurde benutzt, mit ihm wurde gearbeitet, wurde versucht zu verstecken. Und das ist alles natürlich mit der illegalen Kunst nur so möglich gewesen, auf diese Art und Weise vorzugehen. Es gibt noch eine wichtige Funktion. Dieser Kunstwerke, warum wurden diese Bilder überhaupt gezeichnet, gemalt, angesichts der großen Problematiken und Widerstände überhaupt an Material zu kommen, an Zeit überhaupt zu kommen und immer an den mörderischen Vernichtungsdruck, der vielen Häftlingen natürlich das Leben kostete, warum haben die dann trotzdem gezeichnet? Es gibt ein Zitat von Simon Wiesenthal, der gesagt hat und der auf den Zeugnischarakter nochmal hingewiesen hat, wie wichtig das für ihn war. Zitat: Damals hatte ich gesagt, es soll etwas nach mir bleiben. Ich habe ja gewusst, es ist ein Wettlauf. Wir waren vielleicht 1 Stunde zur Befreiung, aber 15 Minuten zum Tod. Und ich habe mir in den schlaflosen Nächten in diesem Todesblock gesagt, wenn sie nun alle umbringen werden, wenn nichts bestehen bleibt, dann werden sie es einfach leugnen. Und wenn die Welt ihnen glaubt, dann kann es sich nach einiger Zeit wiederholen. Das war nur eine Funktion, die Zeugnisfunktion. Mit den Lagerbildern. Es gab auch andere Funktionen, zum Beispiel im Austausch wurden Bilder getauscht, gegen Essen, Vergünstigungen, Zigaretten. Zigaretten war die Lagerwährung, mit denen konnten lebensnotwendige Nahrung besorgt werden. Es gab auch eine andere Reihe an Bildern, die gezeigt wurden und gemalt wurden, die Porträts. Das war eine der häufigsten Motive in den Lagern. Warum? Im Angesicht des Todes wollten Porträtierte ihr Dasein festhalten, manchmal als Erinnerung für ihre Angehörigen. Im Gegenzug bekamen die Zeichner auch Lebensmittel für ihre Zeichnung, als Dankbarkeit auch. Hier sehen wir 2 verschiedene Bilder, die im Lager gezeichnet wurden, heimlich. Ich zeige Ihnen gleich
Bilder von einer Künstlerin, die als Kind, als Jugendliche ins Lager kam, um ihr ein bisschen deutlicher zu zeigen, wie es möglich war, in dem Lager zu zeichnen und wie auch die unterschiedliche Lagerrealität auch Einfluss auf die Bildgestaltung hat. Ich zeige Ihnen das Bild von Helga Weißhofer, die als Helga Weiß in Prag geboren wurde. Das ist ein Bild von ihr, ein Jugendbild, ein Babybild mit ihrem Vater 1930. Das ist ein Bild, was aufgenommen wurde ein paar Tage vor ihrer Deportation als Jugendliche. Und auf der rechten Seite ist ein Bild zu sehen, wie sie heute eben als ältere Dame aussieht. Ihr Vater sagte, als sie deportiert wurde, zeichne, was du siehst. Und sie zeichnete. Sie zeichnete mit dem Material, was sie bekommen hatte. Sie zeichnete mit Pfützenwasser zum Teil, damit ihre Bilder wirkmächtiger waren, damit sie dunkler wurden. Sie hat Zeichenmaterial mitgenommen, es wurde nicht weggenommen. Sie hat einen Block bekommen, der für 3 Jahre reichte. Ich habe sie besucht in Prag und habe sie interviewt und ich habe sie auch gefragt, wo sie ihre Bilder aufbewahrt hat, all über die Jahre, Jahrzehnte. Einige Bilder sind im Museum zu sehen und die meisten sind aber noch da. Ich habe sie also gefragt, saß auf ihrem Sofa im Wohnzimmer und fragte sie, wo sind ihre Bilder? Und sie meinte, sie sitzen drauf, weil ich nämlich genau auf dem Sofa, wo ich saß, ein Klappsofa, und innen drin waren ihre Werke versteckt. Und das zeigt einfach mal, wie wichtig es auch für die Künstlerinnen und Künstler war, ihre Werke bei sich zu haben. Sie wollten sie also in ihrem Besitz haben, in ihrer Nähe haben. Und das zeigt einmal, wie wichtig ihre Werke für sie, aber auch für die Nachwelt sind. Ich zeige ein paar Bilder aus der Serie, was sie in Theresienstadt hergestellt hat. Das waren über 100 Bilder. Das war eine der ersten Bilder, die sie gezeichnet hat. Man sieht eben noch die etwas kindliche Anmutung, ein Bild der Ankunft in Theresienstadt. Das nächste ist ein Konzert, das gab auch sogenannte Hauskonzerte, waren in einem begrenzten Maße möglich, wobei man nie vergessen darf, dass natürlich am nächsten Tag, in den nächsten Wochen oder Monaten natürlich die Deportation drohte und viele dieser abgebildeten Personen und Freunde, Familienangehörigen deportiert wurden nach Auschwitz. Ich habe sie gefragt zu dem Bild, weil mir das sehr interessant vorkam, dass sie diese Geigen gar nicht zeichnete. Und sie hat mir erzählt, sie konnte sie damals gar nicht zeichnen. Sie hatte gar nicht vermocht, eine Geige zu zeichnen. Deswegen hat sie hinter die Notenständer die versteckt, damit das nicht so deutlich wurde. Hier sehen wir eins der letzten Bilder aus Theresienstadt. Das ist Abschied. Und da sieht man die künstlerische Entwicklung. Das ist ein paar Jahre später gemacht, bevor sie selber deportiert wurde nach Auschwitz und in andere verschiedene Lager. Sie hat überlebt. Mit ihrer Mutter zusammen ist er wieder nach Prag gekommen. Aber dieses letzte Bild macht nochmal ihre künstlerische Entwicklung deutlich, auch im Lager selber, von einem vielleicht farbenfrohen, vielleicht ein bisschen naiven, kindlichen Komposition zu einer sehr dunklen, skizzenhaften Malweise, die nochmal eigentlich auch ihre Situation nochmal verdeutlicht und wie der Abschied auch nochmal deutlich wurde, den viele der Angehörigen sehen oder sahen, wie viele ihrer Freunde, Bekannten, Familienangehörigen eben starben und dann in dem Krematorium begraben wurden, beerdigt wurden. Das ist auch ein Werk aus den Lagern, und zwar von Horst Rosenthal im Internierungslager Gürs wurde es hergestellt. Und das zeigt nochmal eine ganz andere Bandbreite, die aber ganz, ganz wichtig war, und zwar Humor im Lager. Also Mickey Maus im Lager von Gürs wurde gezeichnet. Und hier sehen wir das Titelbild sozusagen ganz oben. Und unten steht nochmal auf sehr ironisch, fast sarkastische Art und Weise, ohne die Erlaubnis von Walt Disney. Als wäre das ein größeres Problem, sozusagen die Copyright-Rechte des Walt Disney berücksichtigen zu müssen, angesichts des Grauens, das natürlich auch in diesem Lager, in dem Internierungslager herrschte. Wir sehen also Mickey Maus, wie sie dann ins Lager Gürs kam und da verschiedene Erlebnisse hatte und dann sich selber ausradierte aus der Geschichte, was nur eine Comicfigur kann, und dann selber ins Land der Freiheit Amerika eben entfleuchen kann. Verschwinden kann, was Horst Rosenthal nicht mehr beschieden war. Er wurde dann über Drancy ins KZ Auschwitz deportiert, wo er dann auch ermordet wurde.
Das waren die Bilder, die in den Lager entstanden sind. Und jetzt springen wir auf die Zeit nach 1945, nach der Befreiung. Man kann beides nicht voneinander getrennt lassen, weil viele der Künstler haben Skizzen gemacht, die sie wieder aufgriffen nach der Befreiung, sofern sie überlebt haben. Und da passiert etwas ganz Interessantes, sehr Spannendes auch. Denn ein Bild entsteht und wirkt nicht im luftleeren Raum, sondern ist eingebettet in einen gesellschaftlichen Kontext. Die Kunstwerke der Überlebenden waren auch soziale Medien, und deren Strukturen sich aber nach der Befreiung natürlich fundamental von den Bedingungen während der Haftzeit unterschieden. Die Gesellschaft im Lager war von einem System geprägt extremer Unterschiede und Ungleichheit. In der eine Minderheit aus SS-Leuten und Funktionshäftlingen über die Masse der Gefangenen herrschte. Angesichts der mangelnden Privatsphäre in den überfüllten Baracken war eine völlige Geheimhaltung kaum möglich, sodass auch die Bildwerke in verschiedenen Fällen gezwungenermaßen Teil des sozialen Lebens der Häftlinge waren. In dieser Zwangsgemeinschaft konnten die künstlerischen Arbeiten Häftlinge verschiedene soziale Funktionen hatten, wie ich schon eben erwähnte, neben dem wirtschaftlichen Tauschhandel, wie zum Beispiel Zigaretten, gab es noch den sozialen Austausch, bei dem die Bilder als Zeichen der Anerkennung und Ablehnung gewechselt wurden. Nach 1945 änderte sich das völlig. Es bildeten sich völlig neue soziale Erinnerungsstrukturen heraus. So etablierten sich verschiedene überlebende Verbände mit ganz unterschiedlichen politischen Zielsetzungen. Ehemalige politische Gefangene dominierten den Erinnerungsdiskurs, während Sinti und Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, deren Diskriminierung weiter andauerte, kaum öffentlich in Erscheinung traten. Daneben existierten kleinere, informelle Zusammenschlüsse, die häufig auf gemeinsame Erfahrungen zurückgingen, wie denselben Ort der Verhaftung, das gemeinsame Überleben eines Todesmarsches, den Aufenthalt im selben DP-Lager oder das gleiche Immigrationsziel. Auch die unterschiedliche politische Situation in den jeweiligen Nationen prägte ganz entscheidend den Erinnerungsdiskurs. So wurden Überlebende aus der Sowjetunion pauschal der Kollaboration verdächtigt, was zu erneuten Repressionen führte. Und schließlich führte der Aufbau von familiären, beruflichen und anderen sozialen Strukturen dazu, zur neuen individuellen Gruppierung. Diese unterschiedlichen sozialen Netzwerke brachten jeweils eigene Erinnerungsmedien hervor. Einige dieser Erinnerungsmedien, dieser verschiedenen Strukturen und Bildsprachen will ich Ihnen kurz vorstellen. Also die künstlerische Bandbreite war enorm. Man kann es auf einige Sachen vielleicht reduzieren. Es gab etliche Künstler, die anklagten, die eine Anklage mit teils drastischen Bildern produzierten, anklagende Bilder, die versuchten, die Öffentlichkeit wachzurütteln, über die Verbrechen der Nazis aufzuklären. Ein Beispiel stammt von Simon Wiesenthal, der Jacques in seinem Bild schrieb. Ich klage an. Hier ist ein KZ-Häftling vor Stacheldrahtzaun zu sehen, der Zeigefinger zeigt auf den Betrachter und die eigene Häftlingsnummer von Simon Wiesenthal ist hier unten noch zu sehen. Andere benutzten eine laute und anklagende Sprache, wie von Jean-Bernard Albert, einem bekannten Karikaturisten und Plakatkünstler aus Frankreich. Wegen einer satirischen Zeichnung, die Hitler als Schimpansen darstellte, wurde er von der Gestapo verhaftet und in verschiedene Lager transportiert, darunter die Konzentrationslager Buchenwald und Mauthausen. Ich zitiere aus seinem Buch, das verschiedene Bilder zusammenfasst, die er kurz nach der Befreiung herstellte. Wenn es eine Gerechtigkeit gibt, noch wollen wir nicht daran zweifeln, soll das Recht des Auge um Auge, Zahn um Zahn angewandt werden. Sachlich, emotionslos, aber mit aller Strenge. Hören wir die Stimme unserer Toten, die nach Rache schreien. Es ist eine sehr drastische Art und Weise. Und warum wurde diese Art und Weise, diese Art der Sprache, der Anklage benutzt? Viele Künstler hatten nach 1945 die Angst, nicht gehört zu werden. Deswegen benutzten sie eine laute Sprache, die nicht überhört werden konnte. Ich zitiere nochmal Simon Wiesenthal, der über seine Skizzen schrieb, die er kurz vor der Befreiung von Mauthausen am 5. Mai 1945 im sogenannten Todesblock herstellte. Zitat: Damals hatte ich gesagt, es soll etwas nach mir bleiben. Ich habe ja gewusst, es ist ein Wettlauf. Wir waren vielleicht eine Stunde zur Befreiung, aber 15 Minuten zum Tod. Und ich habe mir in den schlaflosen Nächten in diesem Todesblock gesagt, wenn sie uns nur alle umbringen werden, wenn nichts bestehen bleibt, dann werden sie es einfach leugnen. Und wenn die Welt ihnen glaubt, dann kann es sich nach einiger Zeit wiederholen.
Neben diesen Anklagen gibt es aber auch viele sachliche und dokumentarische Bilder von Überlebenden. Eins dieser Bilder ist von Thomas Gewe, den ich anfangs zitiert habe, einem Bauingenieur, der eine Appellsituation zeigt mit dem Wort, es stimmt nicht. Deswegen dauert es so lange bis tief in die Nacht. Man kann oben andeutungsweise noch sehen, dass es Nacht und Sterne sind zu sehen. Es dauerte eben so lange, weil es immer wieder anders gezählt wurde und die SS und der Funktionshäftling im Vordergrund hier, der mit einer Liste da steht, lässt die Menschen einfach stehen, trotz Kälte, trotz Hunger, trotz Erschöpfung. Thomas Gewe hat mir erzählt, dass er versucht hat, alles historisch korrekt zu zeichnen. Er war 15 Jahre alt, er hat keine akademische, künstlerische Ausbildung genossen und trotzdem können auch gerade diese Kinder- und Jugendzeichnungen historisch korrekt sein. Mir hat er nämlich erzählt, genau dieser SS-Mann, er war gar nicht größer als andere, wie in vielen anderen Kinderdarstellungen. Dort wurde nämlich die Größe dargestellt als Zeichen der Macht. Die Mächtigen sind immer groß dargestellt und die Machtlosen sind klein. Er sagte, das war gar nicht so. Er war wirklich so groß. Er überragte sämtliche Häftlinge um ein Vielfaches. Und ihm war ganz wichtig, dass er das auch immer sagte und auch historisch korrekt für ihn war. Deswegen hat er auch den Funktionshäftling etwas größer dargestellt, der auch in der Tat größer war als die anderen Häftlinge. Und er hat auch versucht, die Uniform des SS-Manns so genau wie möglich darzustellen, auch wenn seine künstlerischen Mittel sehr reduziert waren. Andere Künstler benutzten Symbole, um verstanden zu werden. Denn viele Häftlinge und viele Künstler, die überlebt hatten, wussten einfach nicht, wie sie das unfassbare Ausmaß des Holocaust überhaupt bildlich darstellen sollten. Deshalb griffen sie häufig auf Fotografien zurück, verwendeten ältere Bildtraditionen oder klammerten das Thema wie etwa die Darstellung der Vergasung vollkommen aus. Um überhaupt vom Betrachter verstanden zu werden, benutzten etliche Künstler leicht lesbare Darstellungen wie Flüchtlinge, Personen unter Stacheldraht, Transportzüge, Leichenberge oder Krematorienschornsteine. Und dieser Mangel an geeigneten Bildquellen führte nach Meinung der israelischen Kunsthistorikern Tziva Amishai Meisels zur Entwicklung einer allgemein verständlichen Holocaust-Ikonografie, die von verschiedenen Künstlern in zahlreichen Ländern aufgegriffen wurde. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen, wo eine solche Symbolisierung man im Bild sehen kann, wie aus einem historischen Gebäude ein Symbol wurde. Wie aus überlebenden Werken, die schon sich symbolisch aufgeladen haben, aber eigentlich auf andere Werke zurückgegriffen, die schon im Lager entstanden sind. Hier ist ein Bild von dem unbekannten Künstler noch zu sehen, das 1947 im Häftlingskrankenbau in Auschwitz-Birkenau gefunden wurde. Das ist das obere Bild. Und hier sehen wir eine Selektion an der alten Judenrampe, einer sogenannten alten Judenrampe. Und wir sehen auch das Torgebäude von Auschwitz-Birkenau hier im Hintergrund, das noch vor 1944 so aussah. Es hatte nur einen Torflügel. Und erst nachdem Hitlers Armeen Ungarn überfallen hatten und der Holocaust auch in Ungarn stattfand und sehr, sehr viele Menschen 1944 noch nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurden und das Lager vergrößert wurde und auch die Gleise in das Lager hineinführen ließen, wurde das Gebäude verändert. Hier sehen wir das Gebäude als tatsächlichen historischen Ort, vor dem eine Selektion stattfand. Interessanterweise bei diesem Künstler eine der wenigen Darstellungen einer Selektion, die auch die Gewalt darstellt. Die Gewalt darstellt, die herrschte, wenn Familien getrennt wurden. Auf der rechten Seite sehen wir einen Vater, der zum Arbeitseinsatz gezwungen wurde, dann einen Jungen und vielleicht den Großvater, der dann im Hintergrund sieht man dann den LKW, der zur Vergasung führt. Und das Ganze kompositorisch aufgebaut, man sieht es an dieser Linienführung, auf das Torgebäude in Auschwitz-Birkenau. Auf der unteren Seite sehen wir schon das Bild eines Überlebenden, wie dieses Torgebäude auch nochmal aufgegriffen wird, das gleiche Torgebäude mit verschiedenen Symbolen aufgeladen wurde. So zum Beispiel stand diese Arbeit mach frei
dieses berühmte Lagertor, das war natürlich nicht im Auschwitz-Birkenau, sondern war im Stammlager zu sehen. Er verknüpft also zwei verschiedene Elemente in seinem Bild und lässt auch interessanterweise diese Gleise reinfahren in das Lager rein. In Wirklichkeit war es aber genau umgekehrt. Am nächsten Bild kann man das auch nochmal sehen. Das ist das berühmte Bild von Stanislav Mucha, der das Torgebäude fotografiert hat, aber von innen nach außen. Hier sehen wir also verschiedene Gleise, die sozusagen in das Lager hineinführen, aber für ihn war die Symbolik viel wirkmächtiger, dass sehr viele Gleise symbolisch dargestellt, die verschiedenen Transporte, die aus aller Welt, aus ganz Europa zumindest kamen und in das Lager reinführten. Wir sehen also, der Symbolik ist losgelöst vom historischen Ort, es findet eine Perspektivenumkehrung statt, um das Bild aufzuladen. Und das sehen wir auch wieder bei Simon Wiesenthal, der in seiner Karikatur das nochmal deutlich aufgreift. Genau das Gleiche, was jetzt auf dem Foto zu sehen ist und was auch angedeutet schon Alfred Kant, das Überlebende, angefangen hat. Die vielen, vielen Transportzüge. Wir sehen hier ganz viele Menschen in den Güterwaggons. Hier sehen wir das Wachpersonal, fahren sozusagen in das Tor, in ein Tor, das Tor des Todes hinein. Und damit ist sozusagen das Bild vom historischen Ort losgelöst zu einem Symbol geworden. Ich komme jetzt zu Harald Pickert. Harald Pickert hat für seinen geplanten Grafikzyklus Pestbeulen Europas eine Kombination aus akzentuierten Lagerszenen, symbolisierenden Darstellen und realitätsnahen Ruinen benutzt. Und ich glaube, gerade dieser spannungsreiche Wechsel von Bildinhalt und Bildsprache macht die Besonderheit dieses Bildzyklus aus. Ein Großteil dieser Szenen in Pickerts Zyklus beschäftigt sich mit dem Lageralltag. Thematisiert werden der Empfang in Mauthausen, erschöpfte Häftlinge, Folter durch die SS, der Steinbruch von Mauthausen, Selbstmorde der Gefangenen, das Krematorium und Leichen in Massengräbern. Das Besondere ist, die Darstellungen geben keine bestimmten historischen Ereignisse wider, sondern stellen typische Lagermomente dar, die sich Tag für Tag wiederholen. Es sind auf den Punkt gebrachte Szenen einer Zwangs- und Leidensgemeinschaft. Und bis auf wenige Ausnahmen haben sie auch keinen direkten Bezug zu einem bestimmten Ort oder einer bestimmten Zeit. Ich habe ein Bild ausgewählt, das Bild eines sogenannten Pfahlhängens. Das war eine Folter- und Strafmethode, die in vielen Konzentrationslagern verübt wurde von der SS an den Häftlingen. Und diese Darstellung wurde von vielen Häftlingszeichnern, Künstlern gewählt. Und wir gucken uns einmal an, wie das bei Harald Pickert dargestellt wurde und wie es bei anderen Künstlern war. Es war also eine lebensgefährliche Strafe, die viele Menschen nicht überlebten. Bei Pickert sieht man, dass das Bild dunkel gehalten ist, man kennt die Gesichtszüge nicht der Menschen, das ist ein SS-Mann im Vordergrund zu sehen, der die Szene beobachtet, vermutlich ein Funktionshäftling führt die Misshandlung, die Folter aus, ein anderes im Hintergrund zu sehen. Es ist eine skizzenhafte Darstellung. Und im nächsten, auf der linken Seite, ist das Bild von Bernard Albert, was ja schon dessen Zitat ich schon angebracht habe, der das ausführlicher gemacht hat. Er hat die Szene etwas mehr verortet in ein Konzentrationslager. Er hat die Szene dargestellt in einem Häftlingsraum, in einem Barackenlager, wo ein Häftling misshandelt wurde von anderen Funktionshäftlingen und die anderen Häftlinge im Bildhintergrund scheinen zu schlafen, um sich wahrscheinlich nicht verdächtig zu machen, um vermutlich auch nichts davon mitzubekommen zu wollen, aus Eigenschutz. Auf der rechten Seite sehen wir von Richard Grune. Richard Grune wurde als homosexueller Künstler auch verhaftet und hat nach der Befreiung dieses Bild des Pfahlhängens auch nochmal aufgegriffen, was er entweder mitbekommen hat als Augenzeuge oder gehört hat. Und er zeigt dieses Bild nochmal auf drastische Art und Weise. Wir haben bei Pickert nicht gesehen die Gesichter der Personen. Hier sehen wir deutlich das Leiden, was zu sehen ist, die der Häftling erleiden musste.
Bei allen drei Künstlern sind die Bilder dunkel gehalten. Die Momente der Düsternis, des Schmerzes und des Ausgeliefertseins sind somit greifbar. In den Darstellungen Picards und Albert sind die Szene noch in einem KZ verortet und hier verstärken die anwesenden Täter und Zuschauer durch ihre Anwesenheit das Gefühl der Demütigung und der Hilflosigkeit beim Opfer noch weiter. Und der skizzenhafte Zeichenstil bei Picard erinnert außerdem an die flüchtigen Bilder aus der Lagerzeit, als die Gefangenen keine Zeit für ausgearbeitete Kunstwerke hatten. Bei Grune dagegen auf der rechten Seite hingegen ist er Häftling ganz allein. Sein Schmerz ist nicht mehr an einen konkreten Ort gebunden, sondern steht universell für das Leid der Häftlinge unter dem Terrorregime der Nationalsozialisten. Ich habe noch ein anderes Bild ausgewählt von Harald Pickert. Das zeigt eben die Figur des Sisyphus aus der Antike, aufgegriffen als Figur des leidenden Häftlings auch, der sich mit Vehement gegen das ihm ja, zu drohen zu über ja, oder Platz zu machen, zu drohende Hakenkreuz als Symbol für den Terror der Nationalsozialisten. Er stemmt sich mit aller Kraft dagegen, aber der Kampf scheint in diesem Bild noch nicht entschieden. Man weiß nicht genau, schafft er es, sich dagegen aufzulehnen oder droht, oder ist das Hakenkreuz wirklich dabei, als großes Symbol ihn vollends zu zerdrücken. Ein anderes Bild. Die böse Saat wurde von Picard auch wieder aufgegriffen. Interessanterweise ist dieses Bild auch in der Ikonografie der Kunstgeschichte vielfach verwendet worden. Hier sehen wir Hitler als Figur, der die böse Saat des Nationalsozialismus ausbreitet. Und hinter ihm eine Teufelsfigur, der Seemann. Und diese Figur des Seemanns ist in der Kunstgeschichte, wie wir auf der rechten Seite sehen, immer wieder verwendet worden, ursprünglich als Symbol für die Befruchtung des landwirtschaftlichen Bodens. Im 19. Jahrhundert wandelt sich das. Dort wird das als vermeintliches heiles Gegenbild zur Industrialisierung benutzt. Dann gab es den Seemann als Symbol für Krieg und Tod im Ersten Weltkrieg. Und Picard greift diese Symbolik wieder auf und fügt sie ein, die auch John Hartfield benutzt hatte, der in den 30er Jahren schon den Terror der Nationalsozialisten und das Böse des Nationalsozialismus in dieser Collage aufgriff. Also Picard benutzt auch ältere Bildtraditionen aus der Kunstgeschichte, um seine Symbole zu zeigen. Auf der linken Seite sehen wir wieder ein Bild von Alfred Kantor, der als tschechischer Jude in die verschiedenen Konzentrationslager und Arbeitslager war. Und auch er hat nach der Befreiung Bilder angefertigt. Und hier sehen wir verschiedene Symbole in einem Bild vereinigt. Das wurde auch gemacht, natürlich, um den Zuhörern, den Zuschauern, den Betrachtern des Bildes, die nicht in den Lagern waren, leicht zu erklären, um was es in den Lagern ging. Hier sehen wir die sehr bekannte Ikonografie der Mutter mit dem Kind, die am Boden sitzt, von einem SS-Mann bedroht wird. Der SS-Mann als symbolische Figur, breitschulterig, übergroß, ist auch in der Ikonografie immer wieder vertreten, immer wieder benutzt worden von den Künstlern aus den Lagern, aber auch von Künstlern, die nicht im Lager waren, um sich zu verständigen, um deutlich zu machen, welche Macht die SS natürlich hatte. Und auch das Bild des Zaunes, hier sogar des elektrischen Zaunes, wird immer wieder verwendet, um die Gewalt der Nationalsozialisten und die Gewalt, die in den Lagern herrschte, zu dokumentieren, zu zeigen. Aber auch hier ist das Bild losgelöst von einem historischen Ort. Wir sehen nicht genau, wo es stattfindet. Wir sehen nicht genau, was passiert. Es ist kein konkretes Ereignis, es ist eine symbolhafte Überhöhung. Hier zeige ich Ihnen von Harald Pickert noch ein Bild, eine Ruine, das er auch in seinen Zyklus eingeführt hat. Und das Besondere daran ist, dass ich an diesem Bild auch zeigen möchte, die Verbindung von Bildunterschriften, die ein integraler Bestandteil seines Bildzyklus sind. Wir sehen hier unten geschrieben, aus einer Hitlerrede: Gebt mir 10 Jahre Zeit und ihr werdet Deutschland nicht wiedererkennen. Und dazu bald malt Harald Pickert eben das Bild der Ruinen. Das war natürlich von Hitler ganz anders gemeint, aber Harald Pickert zeigt genau die Konsequenz, die Politik von Hitler hatte. Manche seiner Bilder haben rein deskriptiven Charakter, zeigenden Charakter, etwa Eingang in das Konzentrationslager Dachau oder zu Todesstürzen in den Steinbruch oder nach der Arbeit Rückkehr der Erschöpften. Hier macht er eben aus dem berüchtigten Ausspruch Hitlers, Deutschland im Sinne der Nationalsozialisten zu einem besseren Staat zu machen,
zeigt Piketty die bittere Realität nach Ende des Krieges, denn viele Länder in Europa liegen in Trümmern und in Ruinen hausen die Menschen. Hier zeige ich nochmal ein Bild vom Pfahlhängen, was Sie vorhin gesehen haben. Hier wird nochmal deutlich die Herangehensweise von Harald Pickert, der natürlich auch Vorskizzen anfertigte, um eben aus seinem Zyklus Bilder dann zu entstehen zu lassen. Und ich finde, diese Skizzen geben nochmal einen Einblick in, in den Schaffenprozess eines Künstlers. Und sie markieren auf eindrucksvolle Art und Weise den Weg vom Entwurf zur ausgearbeiteten Zeichnung. Sie können aber auch als eigenständige Kunstwerke betrachtet werden mit einer eigenen autarken Ästhetik und Aussage. Durch Titel natürlich auch noch, die in diesem Werk nicht zu sehen sind, werden natürlich die Bildinhalte verortet und die Rezeption gelenkt. Und gerade das fehlt bei diesem Bild, sodass es wieder an die Zeichnungen von den Häftlinge aus der Lagerzeit erinnert, die auch die Zeit auch nicht hatten und auch gar nicht die Verortung an die Lager machen mussten, weil sie Zeit ihnen zum Teil für ihre Mithäftlinge, Kameraden, und dort musste ihnen nicht erklärt werden, was auf den Bildern zu sehen war. Gegen Ende meines Vortrags zeige ich Ihnen noch mal ein Bild oder einige Bilder von Thomas Gebe, und ich hatte Ihnen ja auch angekündigt, das Bild von Anfang noch mal aufzugreifen, Ihnen noch mal zu zeigen. Das ist Thomas Gebe, auf der linken Seite als Kind, als Jugendlicher in der Schweiz. Er war sogenanntes Buchenwaldkind. Er kam auf Einladung der Schweiz in verschiedene Erholungsheime, sogenannte Erholungsheime, wo er mit verschiedenen Schweizer, mit verschiedenen Buchenwald-Jugendlichen sich erholte und dort auch seine Zeichnungen weiterführte. Auf der rechten Seite ist er eben zu sehen, auf einer Ausstellung, wo er seine Bilder nochmal erklärt. Und wir sehen das letzte Bild, was ich Ihnen noch angekündigt habe, wie dokumentarisch er versucht hat, auch als Kinderzeichnung die Realität im Lager darzustellen. Es ist ein Bild der Befreiung. Also sehr viele Überlebende haben auch Bilder der Befreiung gemacht. Die waren nicht im Lager gefangen sozusagen, auch im übertragenen Sinne, sondern versucht noch in die Zukunft zu blicken und haben Bilder von Feiern gezeigt, von Verabschiedung, wieder zurück in die Lager, aber eben auch von der Befreiung selber. Und hier sehen wir das Bild der Befreiung in Buchenwald, der Selbstbefreiung, was in verschiedenen historischen Dokumentationen auch ein bisschen relativiert wurde. Aber für ihn war das eben wichtig. Und der Kamerad mit dem Maschinengewehr, den er am Anfang erwähnt hatte im Zitat, ist hier oben zu sehen. Und dort wird auch nochmal deutlich, dass die Häftlinge auch aus ihrer Opferrolle raus wollten. Und er wollte auch zeigen, in seiner kindlichen Art und Weise, dass sie auch ihre Geschichte selbst in die Hand nehmen konnten, sich zum Teil selbst befreien konnten und nicht dem Schicksal der Nationalsozialisten bedingungslos unterworfen waren. Als letztes Bild zeige ich Ihnen eigentlich das wichtigste Bild. Das ist das Bild, was ich eigentlich immer zeigen muss, weil es zeigt nichts. Das ist aber genauso wichtig, weil nämlich die vielen, vielen Hunderten, Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden von Künstlern konnten eben nichts zeigen. Was wir gesehen haben, war nur ein Ausschnitt, ein minimaler Ausschnitt aus den vielen Werken von Künstlern, die eben verloren gegangen sind. Kunstwerke, die vernichtet wurden, die Kunstwerke, die von der SS eingesammelt wurden, Kunstwerke, die niemals entstanden wurden, weil die Häftlinge, die Künstler vorher starben. Und deswegen ist dieses Bild eigentlich das wichtigste Bild in meinem Vortrag, um einfach nochmal deutlich zu machen, die große Masse an Künstlern und Häftlingen hatte niemals die Möglichkeit, sich so zu betätigen, wie wir es in den Künstlern von Harald Pickert und von den Bildern von Harald Pickert und von den anderen gesehen hatten. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Wendland, für den eindrucksvollen Vortrag. Gern möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir in den kommenden Tagen noch einen Videorundgang von Jörn Wendland und Christian Fuhrmeister durch die Ausstellung Harald Pickerts im Zentralinstitut für Kunstgeschichte online veröffentlichen und so die Ausstellung auch online verfügbar machen. Ich möchte Sie aber auch ganz herzlich einladen, die beiden Ausstellungen zu besuchen. Harald Pickerts Ausstellung im Zentralinstitut ist bis zum 29. Juli
zu sehen und die Ausstellung Tell Me About Yesterday Tomorrow verlängert bis zum 18. Oktober im NS-Dokumentationszentrum München. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.